Hallo, heute, wie ihr es gesehen habt, Bastel-Update. Zu 99,9% kann man eigentlich sagen, Karten. Ja, wohl, sagen wir 95. Ich habe gerade gesehen, ich habe zwei andere Sachen, beziehungsweise halt so ein bisschen was anderes. Aber fast gleich Karten. Anfangen tue ich jetzt einmal mit meine, wie soll ich sagen, Restpapierverwertungssachen. Da habe ich eben die Decks gemacht. Einmal diesen hier. Dann den da. Diesen. Die Deckrohlinge sind vom VBS Backel, außer mir erst öfters gesagt hat. Das waren jetzt aber eben die letzten. Da habe ich eben die jetzt gemacht. Das heißt, wenn ich weitere Decks brauche, muss ich mir jetzt noch nicht ausstanzen. Oder ich bestelle mir nochmal das Backel, das weiß ich noch nicht. Aber schauen wir mal. Derweil habe ich mal genug jetzt. Dann habe ich noch die zwei Lesezeichen. Eben einmal da mit Bücherliebe und einmal mit Lesezeit. Da ist wieder so ein toll koloriertes Pony drauf. Aber wir haben ja die Stifte gekauft, die werde ich jetzt üben, ich sag's euch. Ich werde noch Koloriermeister. Vermutlich nicht, aber ich muss fest dran glauben. Na, ich meine, so schlimm ist es ja eh nicht. Aber wenn ich mir andere anschaue, wie die kolorieren, überhaupt wie die was mit den Buntstiften kolorieren, also boah, wenn da wirklich so die einzelnen Schattierungen und das ist Wahnsinn, die müssen ja 100.000 Buntstifte da haben. Aber egal, wie gesagt, ich fange mal langsam an. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ups, aber dafür die Karten. Die Karten habe ich auch noch aus Restpapier gemacht. Da habe ich noch so zwei gestempelte und ausgeschnittene Blümchen dazu getan. Das war auch die letzte von diesen Karten mit dem tollen Kuvert. So, dann muss ich sagen, das nächste. Ich zeige euch jetzt wieder. Die habe ich jetzt gebastelt mit einem von den Pflanzenabdrücken, was ich euch da letztens gezeigt habe. Und es ist immer noch schön. Das Teil da, also das Blütenteil, hat sich jetzt nochmal wirklich ein ganz klein bisschen dunkler gefärbt, aber ansonsten sechs schaut tadellos aus. Also gefällt mir total gut nach wie vor. Wie gesagt, ich werde es hundertprozentig mit Herbstblätter probieren. Blümchen, momentan habe ich jetzt nicht so viele, weil der Mann ja einen Rasen gemacht hat. Aber es werden noch welche wachsen, hoffe ich. Gut, dann, ups, nicht alle immer rumfallen da. Dann habe ich mir ja den 3D-Cut-Block gekauft. Da habe ich auch zwei Karten damit gemacht. Einmal diese hier. Und einmal diese hier. Ja, das waren jetzt die ersten zwei Versuche. Da habe ich sie direkt wirklich alle Schichten, die halt da dabei sind, aufeinander geklebt. Mit normalen Flüssigkleber und habe sie so teilweise ein bisschen nach oben gebogen. Und ups, da habe ich 3D-Pads dahinter geklebt und nur eine Schicht. Gefällt mir trotzdem recht gut. Da werde ich sicher noch ein paar andere Karten damit machen. Aber jetzt die zwei waren jetzt mal so auf die Schnelle sozusagen einfach zum Probieren. Aber gefällt mir schon recht gut.
So, dann machen wir mit dir weiter. Das sind im Prinzip auch rechte Verwertungskarten, weil ich einfach das Papier über gehabt habe, dass ich mir wirklich mal einen Aufleger außer der schneide. Das ist jetzt einfach wirklich aus einem Block, so Motivpapier, wie ich auch schon öfters gesagt habe, wenn ich so größere Motive habe. Ausschneiden, aufkleben, fertig. Also ganz so schnelle Karten. Das Einzige, was ich da getan habe, darunter habe ich noch einen rosaroten Aufleger und das Deckblatt, sage ich jetzt mal, oder den obersten Aufleger, den habe ich mit Abstandshalter draufgeklebt. Ein bisschen könnt ihr sehen, dass sie einfach nicht einfach so Blatt drauf gedruckt ist, auf gut Deutsch gesagt. Dann habe ich da eben noch meinen Spruch drauf geschrieben und fertig. Also ganz, ganz schnell. Und durch das, dass aber das einfach das Papier schon so schön ist, das sechs ist ein bisschen. Also das glitzert und da sind alles so Punkte drauf auf die Blumen. Das hat einfach schon so einen coolen Effekt. So sechs ist gut. Ich muss dann schauen, dass ich das gut gegen das Licht habe. Dann geht es manchmal. Wie gesagt, das hat einfach so schon einen guten Effekt. Deswegen braucht es da auch nicht viel mehr. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich da unbedingt auch Karten damit machen wollte. Deswegen habe ich die gemacht. Dann habe ich eben da das Rosenpapier, habe ich auch noch übrig gehabt, dass sich da wirklich ein Aufleger ausgegangen ist. Das habe ich jetzt aber direkt aufgeklebt und dafür nur den mehr oder weniger. Also da habe ich auch nochmal ein Designpapier, einen Kreis ausgestanzt, schwarz also umrandet und dann nochmal einen Spruch separat auf das Rechteck drauf gestempelt, das auch nochmal umrandet, dass es einfach ein bisschen eine Wirkung hat. Da habe ich auch noch so drei Perlen draufgeklebt, Halbperlen. Und das ist im Prinzip auch wieder aus Restpapier entstanden. Da habe ich eben, da sechs ist eventuell ein bisschen. Also das Papier geht bis daher, das rosa-rote. Dann habe ich das mit Abstandshalter draufgeklebt, dass es einfach wieder ein bisschen haben ist. Das Vogel drauf, so halb aber nur. Also dass er da sogar noch ein bisschen drüber schaut. Da mein Spruch. Da habe ich so Glitzerstandeln draufgeklebt. Ups, jetzt auch. Und fertig. Die gefällt mir auch total gut. Auch von den Farben her. Alles aus Restpapier. So, mit was machen wir jetzt weiter? Meine Schickerkarte. Ich habe eine Schickerkarte wieder mal gemacht. Und da drinnen sind jetzt keine Strasssteinchen oder so allgemein, was man als schicke Elemente hernimmt, sondern ich habe da aus Restpapier mit dem Locher, wenn ich teilweise so kleine Fitzen übrig habe, wo eigentlich wirklich nichts mehr damit anfangen kann, dann tue ich halt zumindest einmal oder zweimal mit meinem Locher stanzen. Tue das also in der Dose rein und dann habe ich einen Haufen so kleine Kreise. Und ich habe mir gedacht, die kann ich eigentlich in einer Shaker-Karte rein tun. Würde relativ gut funktionieren. Das Problem ist, mir ist da innen drinnen der Kleber ein bisschen ausgequillt. Jetzt kleben die da teilweise etwas. Aber es funktioniert mit den meisten. Ein paar verkleben sich halt immer wieder. Ups, schon wieder geblendet. Das tue ich gerne momentan in meine Videos, euch blenden. Ja, mir gefällt sie trotzdem total gut, auch einfach weil mir das Papier da so gut gefällt. Das Kupferpunktfarbene da. Und deswegen ist mir das jetzt auch relativ wurscht, wenn es jetzt nicht so gut funktioniert. Ich muss das nächste Mal ein bisschen besser drauf aufpassen. Ihr habt da einfach zu viel Kleber drauf getan. Kann passieren. Aber nicht so tragisch. So, dann habe ich. Jetzt lasst es mir überlegen. Ich habe jetzt noch ganz viele Karten, die ich
nach Ideen von der Anja gebastelt habe. Ich verlinke es euch oben wieder, wenn ich es nicht vergiss. Also der Anja ihren Kanal. Und mit welcher fangen wir jetzt an? Ich glaube, jetzt fangen wir mit denen an. Da. Die sind im Prinzip nur aus einer von ihren älteren Videos. Also älter. Sie macht sehr viele Videos, Gott sei Dank. Weil ich kann da allem sehr viel davon mitnehmen. Da haben wir einmal die da. Und zwar habe ich da wieder einen Aufleger teilgeprägt. Einmal oben, einmal unten. In der Mitte ist er nicht geprägt. So sieht es gut. Dann habe ich mir die Blume zweimal ausgestanzt. Einmal in weiß, einmal in schwarz. Und so versetzt aufgeklebt. Da dahinter habe ich das schwarz-weiß gepunktete Washi. Das ist vom Action. Und da drauf mein Spruch mit Abstandshalter. Gefällt mir total gut, die Karten. Auch wenn sie sehr, sehr schlicht ist, aber ich mag die total gern. Es gefällt mir echt gut. Einfach mit der Schwarz-Weiß-Kombi. Die taugt mir. Dann haben wir da nochmal so einen teilgeprägten Aufleger. Da, wo der Spruch ist, ist er glatt. Und da habe ich die Blümchen vom Action draufgeklebt. Ist auch total einfach. Aufleger, Blümchen und ein Spruch drauf. Den habe ich auch wieder auf Abstandshalter getan, damit nicht alles so flach ist. Dann habe ich die da gemacht. Im Prinzip, also da habe ich jetzt den schwarzen Aufleger auf Abstandshalter. Das ist dann direkt drauf geklebt, das ist wieder auf Abstandshalter. Und wie seht, ich habe das gerissen, das da auch. Das Schild, wo der Spruch drauf ist, ist auch gerissen. Da habe ich eben noch meine Nähte wieder gemacht. Und das Teil da, das ist mehr oder weniger ein verhunztes Teil gewesen, wo ich da zuerst geprägt habe und dann mit dem Heat Embossing drüber bin. Da habe ich auf der einen Seite, also ich habe das eigentlich in einem A6 Aufleger gemacht, aber auf der anderen Seite ist mir das Pulver überhaupt nicht haften geblieben. Ich habe keine Ahnung warum. Und ich habe ihn dann aber trotzdem nicht weggeschmissen und ich habe jetzt einfach den Teil, der was relativ schön ist. Und da ist jetzt auch ein bisschen weniger drauf, da, aber es fällt jetzt so nicht wirklich auf. Und den Teil habe ich jetzt einfach für die Karten hergenommen. Und den anderen habe ich halt weggetan. Ich weiß wirklich nicht, warum das da nicht haften wollte. Ich habe keine Ahnung. Ich bin zweimal oder dreimal mit dem Stempelkissen drüber und das wollte einfach nicht. Aber egal, es hat trotzdem noch Verwendung gefunden. Und ich finde, es ist auch ganz eine schöne Kartenbombe. Gefällt mir total gut. Dann haben wir diese hier. Da habe ich auch wieder geprägt. Dann bin ich mit einem schwarzen Stempelkissen drüber. Also so vorsichtig drüber kleben. Jetzt sind halt die erhabenen Punkte relativ dunkel. Und der Rest ist nur ganz wenig eingefärbt. Da unten bin ich dann bei den Ecken entlang auch noch ein bisschen. Da habe ich auch nochmal die Blümchen drauf. Dann und den Spruch habe ich wieder auf Abstand aufgeklebt. Und dann haben wir noch diese hier. Da ist nur der untere Teil geprägt. Oben habe ich Designpapier draufgeklebt. Das habe ich auch hinter die Ausstanzungen. Und das ist wieder auf Abstand. Ups, nicht umfallen. Dann, die bin ich auch immer noch schuldig. Das ist ja so ein Endloskarten. Ich meine, das war leider mein Versuchsteil. Aber ich finde die total witzig. Die habe ich nachher relativ groß gemacht. Ich glaube ungefähr so. Die hat mein Bruder zum 40. Geburtstag gekriegt. Die war der Knaller. Das Lustige war, meine Nichten mit 5 und 10 haben schneller herausgefunden, wie man zu der geheimen Botschaft kommt, als wie mein Bruder.
Das war total witzig. Aber ja, ich finde die Karten total witzig. Die weiß ich auch noch öfters machen. Ich wollte euch das leider mal zeigen, weil ich sie gerade gefunden habe. Ich glaube, die habe ich eigentlich noch gar nicht gezeigt. Dann habe ich nur zwei Karten gemacht mit Washi-Tape. Beziehungsweise, wo ich mit meinem Kreis stanze, habe ich mir da einfach so eine Art Bordüre selber gestanzt. Das zeige ich auch in einem Video. Weil es hat ja nicht jeder Bordürenstanze da haben, aber so kleine Handstanzer, ja, die hat man im Prinzip gleich einmal. Da habe ich eben die gemacht. Washi-Tape auf. Ich glaube, das ist nur ein normales. Na, es ist Cardstock gewesen. Habe ich das aufgeklebt, dann eben meine Bordüre drüber. Dann habe ich eben da oben nur das Dreieck angebracht, natürlich gedrückt und das Ganze ich auf Abstand geklebt. Und da habe ich im Prinzip das Gleiche gemacht, weil da habe ich mir so kleine Blümchenstanze gekauft. Da habe ich mir auch oben und unten so eine Bordüre gemacht, dahinter das Washi-Tape aufgeklebt und das Happy Birthday ist wieder auf Abstand. Die gefällt mir auch total gut, die Karten. Und die ist auch absolut männertauglich, finde die schaut echt cool aus. Dann, genau, da von denen habe ich noch eine dritte gemacht, aber die habe ich leider schon verschickt. Die kann ich eigentlich nicht mehr zeigen. Ich habe ein paar Karten verschickt in letzter Zeit. Genauso von denen, da fehlt auch eine. Da habe ich noch eine gemacht mit so einem Monstera-Blatt. Die habe ich auch schon verschickt. Aber die drei kann ich euch noch sagen. Und zwar mit halb ausgestanzt oder eigentlich stanzt es zuerst ganz aus und dann wird es in der Mitte durchgeschnitten und hat dann eben den tollen Effekt. Und das gefällt mir total gut. Habe ich einmal mit dem Herz gemacht. Dann einmal mit der Katze und einmal mit dem Schmetterling. Da gibt es auch bei der Anja im Kanal ein Video, da erklärt sie euch das ganz genau, wie das funktioniert. Dann habe ich die da gemacht. Im Prinzip einfach ja, entweder mit, wenn es ein doppelseitiges ist, also Designpapier habt, was auf beide Seiten bedruckt ist, dass man eben dann einfach das Eck nach unten klappt. Und ich habe jetzt eben in dem Fall da oben dann nochmal das gleiche hingeklebt. Das ist eben, wo habe ich die andere Karten? Das ist vom gleichen Blockblatt. Deswegen sage ich eben, ich habe das dann gleich weiterverwertet sozusagen, weil so sechs ist. Das ist auch so richtig schön foliert mit Glitzer und dann sind eben da die ganzen Punkte drinnen. Ja. Und das Papier hat mir eben so gut gefallen und deswegen habe ich das eben auch für so eine Karte hergenommen. Dann habe ich die da gemacht nach dem gleichen Prinzip. Das Papier ist hinten weiß gewesen und da habe ich jetzt einfach das drauf geklebt. Und da eben auch nochmal. Und da habe ich noch so ein Blümchen dazu, was rein zufällig wirklich ja, extrem ähnlich ist wie das am Papier. Auch von der Farbe her. Die habe ich mal irgendwann beim VPS bestellt. Die ist aus Metall, die sind total cool. Dann einmal das gleiche im Querformat mit dem goldenen Papier. Da habe ich unten so eine kleine Feder dran gehängt. Und dann eine ganz schlichte mit dem Actionpapier. Das ist einmal aus dem, also aus den kleinen Blöcken sein ist, aus die 6x6. Was ist jetzt? Oder was ich auch vor kurzem gezeigt habe, das ist aus dem Dream. Und das weiß ich jetzt gar nicht, woher
Nein, fällt mir jetzt nicht ein. Aber irgendwas aus am anderen, wo ich gesagt habe, wo ich es eigentlich gezeigt habe, dass da eben die gleichen Motivpapiere in unterschiedlicher Form sind. Und das hat mir sogar gefallen und da habe ich eben das gleich probiert damit. Und die habe ich dann auch noch gemacht im Zuge, wo ich die alle gebastelt habe eben. Und da habe ich einfach zwei Ecken, die habe ich auch bewusst nicht dran geklebt, dass sie auch wirklich so ein bisschen abstehen. Und da habe ich eben so ein Blümchen drauf geklebt. Das waren die da. Und das letzte, was ich nach Idee von der Anja gebastelt habe. Aber heute wohl. Heute haben wir Kartenfalltag. Ist die da. Die hat die Anja gezeigt mit ausgestanzten Kreisen. Ich habe einen Kreisstanzer, deswegen habe ich mir da was anderes einfallen lassen und habe mir ganz viele Quadrate ausgeschnitten. Habe dann da die Ränder auch noch schwarz eingefärbt. Im Prinzip war das als Restpapier von etwas, was dann noch später seht. Und deswegen ist die Karten dann so entstanden. Ist alles Papier aus dem Dream, Romantic Dream, glaube ich, heißt da, aus dem kleinen 6x6 Block von Action. Und mir gefällt die Karten irrsinnig gut. Ich liebe sie. Die gefällt mir echt gut. So. Jetzt muss ich mir das weiter umholen. Dann habe ich die Karten-Mini-Album gemacht. Und zwar ist eben, da ist so ein großer Deck drinnen. Und dann kann man die einmal so aufklappen. Dann habe ich da wieder ein Deck. Und dann kann ich sie so aufklappen. Und dann habe ich da nochmal einen kleinen und ein bisschen einen größeren. Also wie gesagt, Mini-Album oder Mini-Mini-Album oder eben als Karte. Kann man eigentlich als Board nehmen. Habe ich auch wieder alles mit Actionpapier gemacht. Ist alles aus dem gleichen Block. Ich weiß aber momentan nicht welcher. Und da habe ich eben, das sind so die Blümchen da drinnen, die habe ich alle wirklich ausgeschnitten, also ohne Rand bis 6. Und die dann draufgeklebt und die Blätter teilweise drüber, drunter, da eben genauso und da und die da. Die habe ich da einfach oben draufgeklebt, weil es mir einfach etwas zu leer war, nur mit dem Schwarz-Weißen, deswegen habe ich mir die dann auch noch draufgeklebt. Das war die da. Dann, wer mir auf Instagram folgt, hat es mitbekommen unter Umständen. Ich habe mir selber versucht, Alkoholinks zu mischen. Und ich muss jetzt sagen, ich finde, es ist gar nicht schlecht geworden. Also die Ergebnisse gefallen mir ganz gut. Ich habe bis jetzt, wie viel habe ich? 5 Karten damit gemacht. Einmal diese hier. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt gleich 5 Farben gemischt. Ich habe mal gelb, na orange habe ich mal gemischt, blau, schwarz, lila und pink. Die 5 Farben. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber aus den 5 Farben kannst du schon relativ viel machen. Da habe ich mal in D. Die habe ich auf Fotopapier. Deswegen glänzt es auch so schön. Und da habe ich eben den Gräserstempel und die Katzenstempel vom Action drauf getan. Geht auf Fotopapier mit meinem Stempelkissen nicht wirklich gut. Da brauchst du wahrscheinlich irgendwas Spezielles, da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus noch. Deswegen habe ich das jetzt einfach mit so einem dünnen Permanentmarker nachgemalt. Und das hält jetzt gut. Also da verschmiert da nichts mehr. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, die Karten. Auch vom Hintergrund her. Dann habe ich ihn da gemacht. Da habe ich von, ja,
ziemlich hoch oben gesprüht. Also ich habe meine Alkohol-Inks in so kleine Sprühflaschen abgefüllt, weil ich nichts anderes gekriegt habe, aber das funktioniert gut. Dann hast du wirklich so ganz einen feinen Sprühnebel. Und das schaut dann echt cool aus. Und da habe ich eben zusätzlich noch die Blumenstanze, habe ich da mal dort draufgeklickt. Jetzt ist das halt nur relativ gut sichtbar und weiß. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich habe da sehr viel experimentiert damit schon. Sexy. Dann habe ich die da noch gemacht. Da habe ich auch von einer gewissen Entfernung gesprüht, dass nur ganz fein aufkommen ist. Und da habe ich mal das, also das Gitternetz habe ich ausgestanzt gehabt, das habe ich mal da drüber gelegt. So sechs ist gut. Und dann habe ich mal noch aus rosarotem Karton so die kleinen Blümchen ausgestanzt mit meinem neuen Mini-Stanzer und habe da so Halbballen drauf gesetzt. Die gefällt mir auch total gut. Dann haben wir diese hier. Fragt mir nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da habe ich direkt, also bei dem Sprühflaschle ist ja klarerweise so ein Schleichel, aber damit es das anziehen kann. Und ich glaube, mit dem habe ich einfach so Tupfen drauf gemacht und habe es dann so ein bisschen hin und her und dann ist das Ergebnis rausgekommen und dann merke ich, oh, schaut gar nicht schlecht aus, das gefällt mir doch so. Ich finde das total cool. Was auch total witzig ist, das reagiert, je nachdem, was du für Papier hast, reagiert es anders. Ich meine, das ist jetzt wiederum Fotopapier. Aber ich finde das total witzig. Da habe ich jetzt nur zusätzlich da die zwei Bänder mit der Masche und drei Glitzersteinchen. Eins, zwei, drei. Aber die gefällt mir auch total gut. Und das ist auch mit den Alkohol-Inks gemacht, allerdings nicht auf Fotopapier, sondern dass sie nicht liegt. Normalerweise Cardstock. Ich habe es ja mit Aquarellpapier probiert, aber da habe ich noch keine Karten gemacht. Das ist jetzt ganz normalerweise Cardstock aus dem Action-Block. Der dickere. Und das taugt mir total gut. Ich finde das Bombe. Da habe ich mir einfach das Ding. Das Schild aufgeklebt, dann habe ich da noch so richtig schöne große Strasssteinchen gehabt. Die habe ich auch mal auch noch drauf getan und eben das Band fünfmal, glaube ich. Ja, da fünfmal leicht schräg angeordnet, dass es nicht zu symmetrisch ist, aber halt dann doch wieder. Ja, aber mir gefällt es da gut, das Hintergrundpapier. So, da werden noch ein paar Karten kommen. Ich glaube, ich habe mindestens noch 30 Kartenaufleger. Ungelogen. Aber wenn du mal drin bist mit dem Um- und Umtesten, dann probiere ich es auf dem Papier, dann probiere ich es auf dem Papier, dann probiere ich es zuerst mit Wasser draufsprühen, danach mit Wasser draufsprühen und da ist jedes Mal irgendein anderes Ergebnis. Es ist Bombe, echt voll geil. So, das war's schon fast. Jetzt habe ich noch ein einziges. Und zwar dieses hier. Ich habe auf Pinterest habe ich gesehen, ja. Und zwar ist das ein 12x12 Mini-Album. Nennt sich das. Und da habe ich eben den Romantic Dream Block verbastelt. Also verbastelt, nicht den ganzen, ein paar Blätter davon. Und da ist eben das ganze Papier übrig geblieben und das habe ich da eben bei der Karten hergenommen, weil mir einfach der Block so irre gut gefällt. Ja, Blümchen habe ich auch noch draufgeklebt. Design vom Action, da ist so ein kleines Sternchen in der Mitte, die gefällt mir total gut. Und im Prinzip habe ich mir jetzt einfach so ein kleines, ja, also einfach so einen Kreis ausgestanzt, doppelt aus Cardstock. Das Designpapier drauf, das ist jetzt recht stabil und das ist mein Verschluss. Zuerst habe ich überlegt, ob ich es mit Magnet machen soll, aber das Papier ist relativ dünn. Ich
Und habe mir gedacht, das druckt garantiert extrem durch, deswegen habe ich es dann so gelöst. Jetzt muss ich schauen, ob ich es überhaupt da so wollte. Ich habe meine 30x30 Blöcke oder 12x12, je nachdem, wenn man sagen will, habe ich ja auch Platz. Ja, so schaut das jetzt aus. Und dann kann man das eben in die Richtungen nur ausklappen und da drinnen sind nur so kleine Tags. Die habe ich auch beidseitig beklebt. Und das Einzige, das auch noch, das Einzige, wo ich drauf gekommen bin, was jetzt nicht so bombe tolle Idee war, ich habe da die Randstanzen vom Action herkommen, und zwar die mit dem ja, Briefmarkenrand. Ist jetzt natürlich, weil das Papier relativ dünn ist, zum Ein- und Aussehen jetzt nicht gerade das Optimalste. Aber ich sehe, da knickt es zum Beispiel immer um. Aber das war im Prinzip eigentlich nur, ja, schauen wir mal, ob ich das auch zusammenbringe, versuche. Ich habe es zusammengebracht und das gefällt mir total gut. Aber das werden wir sowieso in mir gehalten, da bin ich ein bisschen egoistisch jetzt, weil. Das gebe ich nicht her. Und von dem her ist es jetzt nicht so tragisch. Aber wenn ich das dann nochmal mache, muss ich mir irgendeine andere Randstanze suchen, die was das Ein- und Auswählen von den Tags, sagen wir mal, erleichtert. Ich bin auch auf Instagram gefragt worden, ob ich für das ein Tutorial mache. Mache ich gerne. Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich dazu komme, weil vielleicht interessiert es ja auch andere. Ist im Prinzip total einfach zu machen. Einfach, ja. Es ist jetzt nicht schwer, sagen wir es so. Ja, also da wird es dann in Bälde hoffentlich ein Tutorial dazu geben. Und ansonsten habe ich jetzt nichts mehr. Na, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Es liegt zwar auf meinem Basteltisch da hinter mir noch ziemlich viel, was ich fertig machen muss, aber das kann ich euch ja noch nicht sagen. Das seht ihr dann das nächste Mal. Gut, dann war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Solltet ihr es zu irgendeiner Karte oder was haben wir noch, Lesezeichen oder sonst was, irgendwas, was ich euch heute gezeigt habe, solltet ihr da irgendeine Frage haben, dann bitte in die Kommentare damit. Beantworte ich euch gern. Und wenn ihr kein Abo habt, kann man natürlich gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!